Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Grey Matter. Ich bin, ja, immer noch euer Mr. Venom 1974. Irgendwie habe ich jetzt Wiederholungs... Egal. So, ihr habt natürlich alle, ich weiß nicht, wie oft ich es in den Kommentaren gelesen habe, immer so sehr hier an Dr. Fire, immer sehr an Phantom der Oper. Ach, really. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Also, das Phantom der Oper... Die Originalstory, die ein bisschen um Theater ging und so, das wurde ja dann immer ein bisschen weiter adaptiert, aber von Gaston Leroux von 1909 bzw. 1910, da sind sie sich ganz nicht einig. Das Phantom der Oper heißt übrigens Erik, falls er mal irgendwie bei Günther ja auch irgendwie auf dem Stuhl sitzt, weil das wusste ich auch nicht. Christine, das weiß man, seine Angebetete, auch klar. Ja, natürlich das Musical von Andrew Lloyd Webber, das kennt glaube ich jeder. Ist aber ganz interessant, wer alles schon das Phantom der Oper gespielt hat. Unter Maximilian Schell, das ist, glaube ich, eine Version, die ich kenne. Robert England kenne ich. Ich kenne tatsächlich eine Version, wo Freddy Krüger das Phantom gespielt hat. Der war gar nicht so schlecht. Julian Sands wusste ich nicht. Ist ja auch mal gern Quotenbösewicht. Und tatsächlich auch Gerald Butler. Ja, meine Güte. Was ist hier los? So, und jetzt wollt ihr wissen, wie geht's weiter? Wir gucken. So. Gucken mal, können wir denn jetzt das Gebäude verlassen? So, ich will nämlich mal wissen, ob ich jetzt mal woanders schon hinkomme. Das weiß ich nämlich nicht. Weil ich würde natürlich gerne zu den Kornkreisen. Macht schon was her, wenn diese Gesichter aus der Dunkelheit auf einen hinabstarren. Vielleicht kann ich das... Ich weiß nicht, ob das so unbedingt immer so cool ist. Ihr wisst ja, im Mittelalter, ne, die meisten Tode passierten zu Hause, ne, weil die eben dementsprechend kein Licht und sonst Quatsch hatte. Die sind einfach an den Dingern da, was weiß ich, draufgegangen. Also das war nicht unbedingt die schönste Zeit der Welt. Für die Leute, die da immer in tiefer Romantik ver... Radcliffe Krankenhaus habe ich jetzt auch schon. Das ist ja gar nicht so schlecht. Okay. Aber gehen wir erstmal zur Laufbahn. Ich hätte gern auch eine erfolgreiche Laufbahn. Boah, der ist schlicht. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier alles? Okay, nur die tollen Muster und Eddie. Wir gucken uns die Muster an und dann quatschen wir mit Eddie. Sehr interessante... Ich muss ja vorher eine alle weggemacht haben, bevor wir die hingemacht haben, ne? Das ist aber ein ausgeklügeltes Muster. Da hat sich jemand ganz schön viel Mühe gemacht. Ja. Ich wette 10 zu 1, dass das kein Oxford-Student ist. Sieht wie ein Headbanger aus. Mädel! Hi. Hi. Ich hab gehört, hier ist was ziemlich Schräges passiert. Yo. Bist du eine Studentin? Ich? Sehe ich etwa so aus? Na dann. Ey, mir gehen diese ganzen Klugscheißer nämlich echt auf den Senkel. Mann, die wollen mir doch glatt weismachen, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin. Waren die hier, als es passiert ist, oder ich? Die denken immer, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sagst es. Ich bin Eddie. Ich heiße Sam. So, dann erzähl mal was. Und zwar jetzt die letzte Nacht dieses Falls, nicht deine letzte Nacht. Ja, ich muss hier auch mal hier den Frauengag machen, ne? Man muss auch mal demonstrieren, nein. Gut, man kann es auch demonstrieren, so wie es sich gehört unter erwachsenen Leuten, aber man kann es auch anders demonstrieren. Finden Sie den Insider hier. Du warst also da, als es passiert ist? Ja. Und was genau war da los? Ein paar Spinner, die sich einen Scherz erlaubt haben? Kommst du mit der Wahrheit klar? Bisher konnte mich keiner hören. Zum Teufel mit denen, oder? Ich bin jedenfalls aufgeschlossen. Okay. Ich war hier und habe die Linien auf der Bahn nachgezeichnet. Alle paar Monate muss ich das machen. Naja, ich hatte meine Kopfhörer auf, ne? Volle Dröhnung. Und? Ey, plötzlich so, bumm, war da dieser Wind und ich mittendrin. Ich meine, das war echt eine krasse Staubwolke. Ey, und sie hat sich bewegt. Ich habe kleine Kieselsteine und anderen Scheiß mitten ins Gesicht gekriegt. Hat ganz schön wehgetan. Ey, das war wie bei einem Wirbelsturm. Nee, echt? Ey, Mann, hatte ich Schiss. Hab ja keine Luft mehr gekriegt und so.
Also habe ich die Beine in die Hand genommen. Gesehen habe ich auch nichts, aber irgendwie bin ich aus der Wolke rausgekommen und im Gras gelandet, ey. Eine Staubwolke, sagst du, so wie ein Sandsturm? Ja, genau. Ich habe dann wieder auf die Bahn geguckt und da waren dann diese Linien, so wie jetzt. Willst du meine Meinung hören? Ja. Du hast doch bestimmt schon von diesen Kornkreisen gehört, oder? Das hier ist derselbe Scheiß. Mit dem Unterschied, dass ich live dabei war. Ich glaube, das waren Aliens. Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aliens. Natürlich. Kornkreise können wir natürlich gleich wieder, natürlich Erich von Däniken gern wieder nehmen. Der kommt da immer ganz gut bei diesen Sachen weg. Ich weiß es gar nicht. Weiß das jemand von euch? Ich werde ja danach sowieso dann erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Das könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare hauen. Gibt es irgendeine wissenschaftliche Definition für Kornkreise oder ist das einfach nur... Ja, ist halt so. Haut das mal in die Kommentare, das interessiert mich mal. Um wie viel Uhr ist das alles passiert? Vielleicht um halb? Gekommen bin ich um 11. Hat ein bisschen gedauert, bis ich die Farbe zusammengerührt hatte und so. So, was macht man um 23 Uhr? Natürlich macht man sowas um 23 Uhr. Was war eigentlich das für ein tolles Experiment dann? Aber gut, egal. Hast du irgendwas gehört? Vielleicht ein Motorengeräusch? Nee. Aber ich hatte ja den Kopfhörer auf. Ja. Komm, Mädel, ich weiß. Komm, Ende nicht gut. Wie viel Zeit ist zwischen dem Wind und dem Moment, als du die Linien gesehen hast, vergangen? Bist ja ein helles Köpfchen, ne? Können nicht mehr als 5 Minuten, höchstens 10 gewesen sein, bis ich aus der Wolke rausgekommen bin. Und als ich mich umgedreht habe, waren die Linien schon auf der Bahn. Und das bei all dem aufgewirbelten Staub. Ich meine, erklär mir mal, wie das bitte gehen soll, ja? Bist du dir sicher, dass die Linien nicht schon vorher auf der Bahn waren? Muss ja ganz schön dunkel gewesen sein. Siehst du die Flutlichter? Noch Fragen? Vielleicht warst du ja für kurze Zeit bewusstlos. Du hast ja gesagt, dass du keine Luft mehr gekriegt hast. Du klingst ja schon fast wie Mr. Gerald, mein Boss, der Arsch. Was weiß denn ich? Bin ja nicht Gott der Allmächtige oder so. Ich hab's nur so beschrieben, wie ich es in Erinnerung hab. Okay, fragen wir nochmal, was gibt's denn sonst noch? Hast du sonst noch irgendwas gesehen? Ey, meine Augen waren von dem ganzen Staub total verklebt. Ich weiß nicht, aber... Was? Du hast doch noch irgendwas gesehen, oder? Ach komm schon, Eddie, wir sind doch unter uns. Ich hab niemandem davon erzählt, aber da war was. Da war was auf der Bahn. Was? Okay. Ich hab da also diese Wolke gesehen. Staub und Kieselsteine und was weiß ich für ein Scheiß ist alles durch die Luft gewirbelt. Aber dann kam ich mir plötzlich wie in einem Science-Fiction-Film vor oder so. Die Sache ist die. Diese Wolke ist dem Verlauf der Bahn gefolgt. Was genau meinst du mit dem Verlauf der Bahn gefolgt? Ey, damit meine ich, dass ich gesehen habe, wie sie um die verdammte Kurve geflogen ist. Schon mal gehört, dass eine Wolke sowas kann, hä? Hey, Eddie. Danke, Mann. Du bist echt cool drauf. Hey, kein Ding. Man sieht sich. Ja, bis bald. Ja. Eine Wolke. Eine Wolke, die auch eine Kurve nimmt. Eddie könnte mit der Uhrzeit recht haben. Zauberer zum Beispiel können innerhalb von ein paar Minuten aufwendige Tricks durchziehen, aber nicht ohne ausreichend Planung und Übung. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wusste genau, was er tut. Mal sehen. Vielleicht kann ich ja irgendwas über die professionellen Zauberkünstler hier in der Gegend rausfinden. Okay. Hier habe ich aber keine Option mehr, ne? Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal zum Krankenhaus, weil den Gag verstehe ich jetzt noch nicht, was ich... Ach, das sind immer die Sachen, die ich abräumen muss, ne? Okay, aber gut, wir machen es trotzdem erstmal Krankenhaus. So, da können wir garantiert nicht rein. Aber ich probiere es trotzdem. Auf dem Türschild steht Dr. Linkweller. Abteilung für klinische Neurobiologie, Universität Oxford, Verwaltung. So, Susan, siehst du, da kannst du nicht mehr rein. Das mache ich zum Schluss. Einerseits wirkt sie herzlich, andererseits bedrohlich. Sieht ein bisschen wie eine dem Wahnsinn verfallene Mutter aus. Wie auch immer eine Wahnsinn verfallene Mutter aussieht, aber gut.
Es wäre bestimmt keine so gute Idee, mich den Brandschutzbestimmungen zu widersetzen. Ach, da kann ich auch rein. Okay. Dann gehen wir doch erstmal da rein. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für den Universitätsbetrieb. Da muss ich nicht hin. In die Küche kommen wir. Okay. Da. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Nein, nicht für irgendwas, wo du irgendwie nicht was ausgeben kannst. Nein, danke. Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Stiles hier in der Abteilung aufkreuzt. Ich wüsste nicht, warum ich in Ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Warum bist du dann überhaupt in die Küche gegangen? Gut, gehen wir dann mal in Ihr Büro. Kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe. Hallo, ich heiße Samantha Everett und arbeite für Dr. Stiles. Ja? Aber in dieser Abteilung sind Sie nicht beschäftigt. Nein, ich studiere eigentlich englische Literatur. Das ist Sache von Dr. Stiles. Wenn Sie ihn sehen, erinnern Sie ihn bitte daran, dass wir den Beleg brauchen. Und zwar heute. Welch Zufall, dass ich ihn mit habe. Hoffe ich jedenfalls. Ich sollte den Beleg Susan Whittier in der... Ja, das hätte ich... Das habe ich vor. Nein, ich will ihn nehmen. So. So, jetzt erstmal den Beleg. Ich habe etwas für Sie. Mein Gott, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, den Beleg jemals zu Gesicht zu bekommen. Das Finanzamt macht mir deswegen schon seit Wochen das Leben schwer. Danke, Miss Everett. Gern geschehen. So, jetzt ist es aber bestimmt beredsamer. Ich arbeite erst seit kurzem für Dr. Stiles und habe gehofft, Sie könnten mir vielleicht etwas über ihn erzählen. Tja, also, es ist nicht mein Job, über Dr. Stiles zu reden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Mr. Headley, der Leiter dieser Abteilung, Dr. Stiles ziemlich bewundert hat. Natürlich hat uns der Unfall damals sehr betroffen gemacht. Unfall? Wäre es möglich, mit Mr. Headley zu sprechen? Tut mir leid, er hat heute viel zu tun. Warten Sie, immerhin haben Sie mir den Beleg gebracht. Lassen Sie mich mal sehen, ob er vielleicht einen Moment Zeit hat. Mr. Headley, da ist eine gewisse Miss Everett, die gern kurz mit Ihnen reden würde. Es geht um David Stiles. Sie kann reinkommen. Sie dürfen rein. Dann machen wir das doch. Hallo, Mr. Headley. Nettes Büro. Miss Everett, erfreut Sie kennenzulernen. Gute Stimme. Setzen Sie sich doch. Danke und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ach, wenn es um David geht, habe ich immer ein bisschen Zeit. Lange nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es ihm? Ganz gut. Er ist ziemlich beschäftigt. Klingt doch gut. Sind Sie mit ihm verwandt? Ich? Nein, ich bin seine neue Assistentin. Interessant. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss Everett? So, fangen wir mal von vorne an. Wussten Sie, dass Dr. Stiles zurzeit ein Experiment durchführt? Natürlich. Er musste einen Plan des Experiments bei der Universität einreichen. Das Standardprozedere. Ehrlich gesagt war ich froh, als ich gesehen habe, dass er wieder arbeitet. Okay. Ah, da fällt mir ein, dass Dr. Stiles mich gebeten hat, eine Kopie des eingereichten Plans mitzunehmen. Er hat seine wohl verlegt. Junge Frau, ich denke, Dr. Stiles wird wohl oder übel anrufen und mich selbst darum bitten müssen. Ich werde es ihm ausrichten. Okay, also in den Plan kommen wir so nicht. Können Sie mir ein bisschen von Dr. Stiles erzählen? Ich weiß nicht viel über ihn. David Stiles war einer der hellsten Köpfe von ganz Oxford.
Ein wirklich brillanter und innovativer Vordenker. Er war wirklich zu beneiden. Er hatte Geld, stammte aus einer angesehenen Familie, galt als attraktiv, hatte eine hübsche Frau und die Öffentlichkeit lag ihm zu Füßen. Aber dann passierte der Unfall. Das war wirklich eine schreckliche Sache. Es gibt da ein Gedicht von Robert Frost. Gold ist das erste Grün der Fluren, vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen tausend Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Das ist wunderschön. Ich frage mich... Ach, egal. Wir sollten offen miteinander reden. David zuliebe. Was fragen Sie sich? Ach, es ist nur... Ich frage mich, was wohl schlimmer ist. Gold gehabt zu haben, also alles besessen und dann verloren zu haben, oder nie in den Genuss all dieser Dinge gekommen zu sein. Dumm, ich weiß. Ganz so gar nicht. Vielleicht stellt sich David die gleiche Frage. Ich habe Gerüchte über Dr. Stiles gehört. Die Studenten erzählen sich, dass Leute bei seinen Experimenten verschwunden sind und... Stopp! Diesen Unsinn müssen Sie hier drinnen nicht weiter ausführen. Ich bitte Sie. Tut mir leid. Ach, es ist verständlich, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Schließlich arbeiten Sie für ihn. Über David kursieren die bösartigsten Gerüchte. Aber glauben Sie mir, dahinter steckt nicht einmal der geringste Funken Wahrheit. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen? Wenn jemand ungewöhnlich erfolgreich ist, ruft das nicht selten eine Schar von böswilligen Neidern auf den Plan. Sagen wir mal so, es gibt da gewisse Personen, die nichts lieber tun, als sich wie die Geier über den Kadaver herzumachen. Ganz unschuldig ist David allerdings nicht. Er beharrt darauf, wie ein Einsiedler in diesem Haus zu leben. Und das sorgt natürlich für die wildesten Spekulationen. Feinde. Ich hätte mir lieber gefragt, ob der überhaupt Freunde hat, aber gut, fangen wir mit Feinden an. Sie haben erwähnt, dass gewisse Personen auf Dr. Stiles neidisch sind und möglicherweise Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Ich nehme an, Sie werden mir nicht verraten, wen genau Sie meinen. Das wäre nämlich gut zu wissen, für den Fall, dass ich Ihnen begegne. Nein, ich denke nicht, dass wir das weiter ausführen sollten. Ich verstehe. Tja, ist er denn nun gefährlich? Ich bin gespannt. Sie sind sich also sicher, dass von Dr. Stiles keine Gefahr ausgeht, sagen wir, für Studenten, die an einem seiner Experimente teilnehmen? Natürlich bin ich mir da sicher. Er mag zwar beurlaubt sein, aber er ist nach wie vor ein geschätztes Mitglied dieser Abteilung. Ich habe seinen Fall persönlich behandelt. Mit David Stiles ist alles in bester Ordnung. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Everett. Aber ich muss jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Danke, Mr. Hadley. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, ich will für David doch nur das Beste. Ich hoffe, Sie kommen gut mit ihm aus und können ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Er lässt doch nur so wenige Leute an sich ran. Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, aber auch nicht wahnsinnig mehr. Ich will wissen, wer es in der neurobiologischen Abteilung auf David abgesehen hat. Vielleicht sollte ich ein bisschen in seinen Akten herumschnüffeln. Komm bestimmt nicht so dran. Stiles Experimentplan ist wahrscheinlich in diesem Aktenschrank. Es würde viele Fragen beantworten, wenn ich ihn irgendwie in die Finger kriegen könnte. Ein Fotokopierer. Ja, ja, also ist ziemlich klar, was wir machen müssen. Wir müssen die ablenken. Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Oh, können wir jetzt auch noch Feinden fragen. Ich schätze mal, dass nicht jeder hier in der Abteilung ein Fan von Dr. Stiles ist. Zumindest hat Mr. Hadley das gesagt. Gibt es eine bestimmte Person, vor der man sich besser hüten sollte? Mr. Hadley duldet keinen Tratsch in seiner Abteilung. Und ich ebenso wenig. Ah, okay. Okay,
Experimentenplan kommen wir sicherlich auch nicht dran, ne? Dr. Stiles hat mich gebeten, eine Kopie des Plans seines aktuellen Experiments abzuholen. Er hat ihn wohl in dieser Abteilung eingereicht und dann seine Kopie zu Hause verlegt. Für Anfragen wie diese muss Dr. Stiles leider persönlich erscheinen oder anrufen. Wir händigen solche Dokumente nicht an Studenten aus. Aber ich sag's ihm. Kaffee? Wieso das denn? Mr. Hadley hat gesagt, ich soll Sie darum bitten, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen. Hat er das? Merkwürdig. Mr. Hadley macht sich seinen Kaffee eigentlich selbst. Okay, die Ablenkung ging voll dahin. Halt. Wie jetzt geht die? Verdammt, sie hat den Schlüssel mitgenommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich ihn mir krallen kann. Okay, also so geht's. Warte. Warte. Komm, setz dich da mal hin. Komm, setz dich da mal hin, Kind. Das werde ich allerdings nicht heute aufnehmen, aber ich habe eine Idee. Ich will eine Sache mal eben kurz noch nachgucken. Warte mal, genau. Da ist er doch. Da ist er doch, das habe ich doch gesehen, der bodenlose Becher. Ah, so viel sind wir gar nicht mehr. Ja, dann würde ich doch sagen, dann machen wir das eben noch in der Folge. Ich lese mal eben kurz die restlichen Sachen vor und dann haben wir's. Der bodenlose Becher. Dies ist ein verwirrender und wirkungsvoller Scherz. An Utensilien benötigst du einen Becher, einen kleinen Gegenstand aus Metall, zum Beispiel eine Münze oder einen Schlüssel und einen Magneten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch gleich einkaufen. Während des Zaubertricks erzählst du, dass du einen bodenlosen Becher hast, wie zum Beispiel der Heilige Gral einer war. Der war bodenlos? War der Heilige Gral bodenlos? Ich meine, eigentlich ist ja der Heilige Gral dieses bekloppte Holzding, ne? Weil, klar, armer Zimmermann. Und nicht. War der. Also jetzt, hier, Question an euch. Heiliger Gral, Holy Grail, war der bodenlos? Aber gut. Platziere einen Magneten in deiner rechten Hand. Nimm den Becher in deine linke Hand, zeige ihn dem Publikum von innen und von außen, sodass die kleinen Metallgegenstände darin sehen können. Bewege den Becher in deiner rechten Hand, sodass der Magnet in deiner Hand direkt in die Becherseite gedrückt wird. Manipuliere den Becher, indem du ihn umdrehst und schüttelst. Nichts fällt heraus. Der Gegenstand ist verschwunden. Er wird durch den Magneten im Becher gehalten. Lenke das Publikum ab, indem du ihn den Gegenstand suchen lässt. Während das Publikum abgelenkt ist, nimm den Gegenstand aus dem Becher in deine linke Hand und lass ihn in deinem linken Ärmel verschwinden. Schall und Rauch. Das Publikum sieht dir verwundert zu, wie du einen von einem Zuschauer markiertes Kartendeck verbrennst. Doch kurz darauf zauberst du das markierte Kartendeck hervor und überrascht alle. Das Geheimnis dabei, du tauschst die Karten aus, bevor du sie verbrennst. Du brauchst zwei identische Kartendecks. Eines wird durch das Publikum markiert, das andere ist das Austauschdeck. Verstecke das Austauschdeck in deinem linken Ärmel, nimm das markierte Deck in deine rechte Hand, platziere das Austauschdeck in deiner linken Hand, bewege das markierte Deck in die linke Hand und drehe es dabei, als ob du die Rückseite begutachten würdest. Positioniere es mit einem Austauschdeck, lenke das Publikum mit einer Bemerkung ab, bewege das Austauschdeck, das sich unter dem markierten Deck befindet, in deine rechte Hand, lass das markierte Kartendeck in deinem Ärmel verschwinden, jetzt kannst du das Austauschdeck theatralisch verbrennen, später in deiner Vorstellung kannst du dann das markierte Kartendeck hervorzaubern. Die schockierende, selbstheilende Wunde. Dieser Trick ist schockierend und sieht übel aus. Allerdings werden dafür einige Utensilien benötigt. Ein falscher Daumen, Hautkleber und Kunstblut. Das heißt, hier muss auch wieder alles Mögliche gekauft werden. Bevor du dich deinem Publikum begibst, musst du erst einige Vorbereitungen treffen. Fülle etwas Kunstblut in den falschen Daumen und klebe diesen mit dem Hautkleber auf deinem rechten Daumen. Nimm vor deinem Publikum irgendeinen scharfen Gegenstand in deine linke Hand, manipuliere den Gegenstand, indem du damit herumspielst. Lenke dein Opfer ab, indem du etwas redest. Manipuliere den Gegenstand, um damit den falschen Daumen leicht anzuschneiden. Stöhne schmerzvoll auf und greife deinen Daumen aus der Spitze. Schau bald, wird das Kunstblut dafür sorgen, dass die Wunde auch den sorgfältigen Blick standhält. Erkläre deinem Publikum, dass du die Fähigkeit der Selbstheilung besitzt. Wickel ein Taschentuch um den falschen Daumen und reibe kräftig daran. Dabei entfernst du ihn unauffällig, während du die Wunde bittest zu verheilen. Ziehe dann deinen Daumen aus dem Tuch und lege in deine Hand, deine Wunde ist verheilt. So, noch zwei, komm.
Obstschale. Dieser Trick kommt bei Partys immer sehr gut an. Du forderst das Publikum auf, verschiedene Obstsorten zu nennen. Die genannten Sorten schreibst du auf und legst sie in eine Schale, deine Obstschale. Wenn genügend Obstsorten genannt sind, präsentierst du dem Publikum einen vorbereiteten Geschenkbeutel und verrätst, dass du hier schon von dem Ganzen vorhergesehen hast, welches Obst aus der Schale gezogen wird. Bitte einen Freiwilligen, einen Zettel aus der Obstschale zu ziehen und die Sorte vorzulesen. Zeige danach den Inhalt des Geschenkbeutels. Und siehe da, denn der Vorsage stimmt. Der Trick dabei, egal was das Publikum sagt, du schreibst immer nur die Obstsorte auf, die du vorher in den Beutel getan hast. Schön. Stelle die Schale vor dem Publikum auf und erzähle den Leuten, dass ihre Hilfe dabei brauchst, eine hübsche Obstschale zu füllen. Nimm Stift und Notizblock in die Hand und bitte die Leute, Obstsorten zu nennen. Schreibe mit gespielter Konzentration die Obstsorte auf den Block und wirf den Zettel, den du sorgsam faltest, in die Schale. Setze das Ganze fort, solange das Publikum Obstsorten nennt. In Wahrheit schreibst du jedes Mal die Obstsorte auf, die du vorher vorbereitet hast, wie zum Beispiel Apfel. Du kannst es glaubhafter gestalten, wenn du unterschiedlich lange auf den Zettel schreibst oder komplizierte Sorten buchstabieren lässt. Wenn du dem Publikum langsam die Ideen ausgehen und nachdem du deine Sorte mindestens einmal gehört hast, sagst du, dass es jetzt genug Obstseiten seien und legst Stift und Notizblock weg. Hole den Geschenkbeutel hervor und verrate dem Publikum, dass sich daran Obst befindet. Deine Vorhersage, was gleich aus der Schale gezogen wird. Hütchenspiel, Hellseher. Dieser Trick zündet besonders in Kneipen. Dein Publikum wird begeistert sein und selbst versuchen wollen, irgendwelche Leichtgläubigen um in ihr Geld zu bringen. Funktioniert am besten mit Styroporbechern. Stelle drei Becher umgedreht auf den Tisch, drücke dabei einen Becher mit dem Fingernagel leicht ein, um ihn zu flankieren. Erzähle deinem Publikum, dass die Positionen 1, 2, 3 von links nach rechts bezeichnet werden. Bitte einen Freiwilligen, die Kugel unter einem der Becher zu verstecken. Danach soll er still die beiden leeren Becher vertauschen. Damit du es noch schwieriger hast, bitte ihn dann, die Becher nach Belieben zu bewegen. Er muss lediglich sagen, welche Position er gerade vertauscht. Wenn er fertig ist, drehst du dich wieder um und kannst ohne Probleme den Becher mit der Kugel herausspicken. Der Trick? Du musst nur den markierten Bechern im Geiste verfolgen. Wenn du dich wieder umdrehst, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der markierte Becher unter der Position ist, die du vermutest, bedeutet es, dass er nicht bewegt wurde. Aha. Okay, ich versuche das gerade nachzumelden. Als der Freiwillige still die beiden leeren Becher vertauscht hat. Daher befindet sich die Kugel unter dem markierten Becher. Wenn sich die an der Position, in der du den markierten Becher erwartest, ein anderer befindet, bedeutet das, dass dieser und der markierte beim ersten Mal vertauscht wurden. Daher befindet sich Kugel weiter unter einem noch im markierten Becher, sondern muss unter einem der übrigen dritten Becher liegen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ist hier eine Gelegenheit, einen Cut zu setzen und dann sehen wir uns in Folge 10 dann wieder bei Grey Matter und dann gucken wir mal, dass wir mal an die Daten von Dr. Stiles kommen, weil ich will endlich wissen, was der auch wirklich macht. Und ihr wahrscheinlich auch. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.